Und herzlich willkommen zurück. Mein Test! So, jetzt haben wir das wieder aufgebaut. Also, wir können wieder rennen. Aber jetzt hier in dem Urwald gerade echt scheiße zu rennen. Ah, da vorne ist wieder Wiese. Sehr geil. Oh, Erdbeeren. Erdbeeren? Haben wir Erdbeeren? Doch, Erdbeeren haben wir, oder? Aber nicht bei unseren Beeten, oder? Ich glaube, wir haben welche bei uns unten im Lager, aber angepflanzt haben wir keine. Womit sich mir die Frage stellt, warum zur Hölle? Jetzt, wo ich so mal drüber nachdenke, du kommst mal nach da unten. Und die Sonne geht gerade unter. Das heißt, wir müssen uns mal gucken, wo wir uns hier am besten verstecken können. Oh, da hinten ist... Da hinten ist wieder Steppe. Da steppt ja der Bär. So, wir klauen uns mal... Wo könnten wir schön gesmoost schlafen? Hier sieht's doch gut. Oh! Oh, das ist ein Dungeon. Will ich da rein? Nein, eigentlich nicht. Wir gehen einfach mal hier rein. So. Schön kuschelig warm. Können wir schön durchschlafen. Ach, was ein wunderschöner neuer Tag hier. Nice. Da wird der unter der Falle verrückt. Oh, das Deck müssen wir auch schon haben. Was auch immer das ist. Ach. Ja, man merkt daran, wie er kurz so ein bisschen daherhängt, merkt man extrem, dass hier Plant Life gerade aktiv ist. Das heißt, das ist auf jeden Fall alles neues Gebiet. Sprich also viele neue Sachen. Hoffe ich. Oh, Alter. Wow. Okay, das ist ja... Seht ihr, da hinten seht ihr, da hinten ist alles noch normal. Das ist halt bloß die Blumen, die halt meinte selbst generiert sind. Und wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, dann wirst du gleich merken. Gut, das sieht man den Berg da hinten kaum. Das heißt, man sieht den Unterschied jetzt nicht wirklich. Scheiße. Na, vielleicht doch. Jetzt, wo wir da hingehen. Gut, ich übersehe jetzt mal gerade gar nichts. Oh ja, der Plant Life kriegt gerade richtig gut rein. Aber das Zimmer geht noch gut. Irgendwie wird ja auf dem Berg nichts generiert. Normalerweise müsste der Berg jetzt gleich genauso aussehen wie die Landschaft da unten. Mit den ganzen Sträuchern und diesen Dingern da vor allen Dingen. Aber der Berg sieht noch extrem Vanilla aus. Weil so sieht ein Berg aus in Vanilla, mein Test. Und so sieht es aus mit Plant Life. Oder ist der Berg einfach zu hoch? Kann sein, dass Plant Life nur bis zu einer bestimmten Höhe generiert? Is that possible? Oh Mann, wie ist das denn Yacht? Ja, das sind ja alles Strukturen, die vom Mindtest Game erzeugt werden, also vom Vanilla Mindtest. So langweilig sieht Mindtest aus. Und so spannend wie da unten sieht Plant Life aus.
Gut, das wissen alle, die meinen Vanilla-Server spielen. Gut, aber ich sehe immer noch keine. Ja, Orangen und sowas. Wir gehen mal erstmal in die Richtung und gehen dann unten in die Richtung zurück, in die hinten da zu dem gelben Biom. Denn das würde mich schon mal hart interessieren. Oh, Wein. Wein doch nicht. Saufen ist für alle da. Spätestens Salzwasser. Wobei, irgendwann wird wahrscheinlich selbst das privatisiert. Ah, ich sehe noch nichts Neues hier. Wie gesagt, so viele neue Sachen gibt es ja eigentlich auch, glaube ich, gar nicht. Ich meine, wir können ja nochmal nachgucken. Ah, guck mal, die Erdbeeren kommen auch aus der Ethereal Mod. Und die haben wir gefunden. Gut, dann scheinen die Sachen also doch irgendwo zu spawnen. Dann müssen wir einfach nur entsprechend lange suchen. was kennen wir denn alles? Genau, das sind die drei Sachen, die auf jeden Fall neu sind. Apfelkuchen, oh, das klingt schon wieder so lecker. So viele neue Sachen, die so lecker sind. Gerste haben wir doch, ne? Genau, Gerste ist ja ganz normale grüne Zeug da. Weil mich gerade hier diese komischen gelben Schnippel da verwundert haben. Ich dachte gerade, das, was wir haben, ist komplett grün. Aber nee. So, das haben wir auf jeden Fall. Da haben wir. Zum einen haben wir das schon zu Hause. Auf jeden Fall. Das hier glaube ich auch. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Das haben wir glaube ich nicht. Karamell. Achso, okay. Also die klassische Zubereitung. Mit Zuckerkochen. Wilde Baumwolle. Ja, ach stimmt, das hier fehlt auch noch. Das müssen wir auch noch finden. Und das hier. Ja, siehst du, gibt es also doch noch ein paar Sachen, die uns fehlen. Also ein paar Sachen. Pfeffer fehlt uns auch noch, ne? Pfeffer haben wir auch noch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wo Pfeffer wächst. Pilada. Sojasauce, sehr geil. Oh, Alter, gibt's so viele gute Sachen. Ach ja, und wir hatten ja auch noch für was anderes hier. Das hier. Das haben wir auch noch nicht. Ja, also es fehlen definitiv noch ein paar Sachen. Es fehlen noch so viele Sachen. Holy shit. What the fuck? Da müssen wir noch richtig suchen hier. Ich fühle mich hier gerade wie Ash Ketchup, der alle Pokémon fangen möchte. Nur das Problem ist, er hat einen Poké-Guide. Der weiß, wo welche Pokémon zu finden sind. Ich nicht. Meine Scheiße hier wird ziemlich zufällig generiert. Da hinten haben wir noch mal ein paar Erdbeeren. Hier haben wir wieder Tomaten. Gehen wir mal ein paar essen. Mittlerweile haben wir wieder relativ viel Hunger. Oh, die können wir auch einfach mal alle durchernten hier. Ja, hier hinten hört es definitiv auf. Beinahe, dann geht es weiter. Aber da hinten wird es relativ weiß. Das heißt, wir gehen mal langsam jetzt zurück. Indem wir uns jetzt hier wieder links halten. Und dann geradeaus weitergehen zu dem gelben Biom. Zu diesem Steppengebiet da.
Oder Savanne oder was auch immer das da, wie es da heißt. Oh, erstmal hier Wein essen. Ah, bekömmlich, Alter. Ja gut, der Stuff. Hey, da sehe ich auch nichts Besonderes. Nö. Nö, nö. Auf ein paar Erdbeeren. So, dann gehen wir jetzt mal hier an der Flanke einfach mal entlang. Gucken mal, was passiert. Aua. Zum Beispiel Schwerkraft. Das müssen wir haben. Ah ne, das ist ein neues Zeug. Aber davon mittlerweile auch ein bisschen. Müssen wir es gar nicht mehr kultivieren. Und das sind die guten alten Zwiebeln. Oh, lecker. Nom, 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 nom. Oh, wir leben gerade so gesund. Ich wundere, dass sich unser Mann noch nicht umgedreht hat. Okay, also das Zeug finden wir hier echt relativ häufig. Auch wieder das. Oh, da hinten ist was Neues. Ach nee, das war das Zeug hier. Ah, okay. Das sind klassisch Gurken. Hinten haben wir auch das Zeug. Das nehme ich mal auch mit, da ich nicht weiß, wie viel wir davon schon zu Hause kultiviert haben. Achso, die Sachen, die ich hier oben in der Schnellleiste lasse ich übrigens jetzt für die sich wundern, dass wir davon eigentlich schon Stuff zu Hause haben. Das nehme ich jetzt, damit wir hier ordentlich Nahrung haben zum Rennen. Da unten haben wir schon. Ich glaube, wir drehen uns gerade im Kreis. Genau. Wir müssen in die Richtung weiter. So. Ah ja, noch ein paar weiße Blumen können wir auch mitnehmen. Kann nicht schaden. Und dann das gelbe Gebiet. Achso, okay. Ich dachte vielleicht, weil das hier auf dem gelben wächst, das ist vielleicht was anderes, aber hier ist wieder grün. Voll die Verarsche. Wir wurden verarscht. Ich würde gucken, mal, was hier auf der Savanne wächst. Erdbeeren? Ach nee, ist wieder Kaffee. Ah, der gute Kaffee. Ja, nice. Nee, ganz ehrlich, Kaffee kannst du mal stecken lassen. Kann man Kaffee essen? Der kannst du mal schon stecken lassen. Der ist auch wieder Kaffee. Alter, der Kaffee fällt jetzt richtig auf. Das war ja früher auch nicht so, ne? Da war der Kaffee relativ schwer zu erkennen. Da hinten ist was Grünes. Da unten ist nur Ananas. Da oben ist wieder Kaffee.
Ich gehe da hinten hin. Da hinten ist was Grünes. Wobei es wahrscheinlich auch bloß wieder Ananas ist. Nee, ist was anderes. Da, das gleiche wie hier. Ah! Oh, au. Ach, das Zeug, das haben wir ja schon. So, ja, doch, Soja haben wir schon. Ah, okay. Ja, ist alles bloß Soja. Da unten ist wieder Ananas. Und das hier hinten ist ja wahrscheinlich auch wieder bloß Soja. Ja, auch bloß Soja. Naja, gut. Schade, da hinten sind bloß wilde Sträucher. Auf My Test Game Vanilla ist also auch nichts Besonderes. Da unten wieder Ananas. Da hinten wird es wieder grün. Frage ist, kommen wir von dem Berg irgendwie runter? Spätestens dort kommen wir runter. Das dürfte zwar ganz schön wehtun, aber. Weil Klopper hier im gelben Gebiet. Sieht nicht so aus, als ob wir hier noch was Besonderes finden würden. Ich meine, ich kann ja mal gucken, nochmal in die Richtung hier, ein bisschen das Gebiet ablaufen. Vielleicht gibt es ja innerhalb des gelben Gebiets auch Orte, wo er das wächst und er das wächst. Aber. Ne, was zum Beispiel hier, ne, da vorne ist zum Beispiel war Ananas und hier ist jetzt zum Beispiel überhaupt kein Ananas mehr. Kann also durchaus sein, dass dafür hier was anderes wächst. Oder zum Beispiel da oben, wo die Bäume sind. Das, ne, ist ja auch nochmal ein anderes Gebiet, ein anderes Biom in dem Sinne. Kann also sein, dass da vielleicht Sachen wachsen. Unsere Stamina, ey. Ich sag's euch. Die ist von einem anderen Stern. Oh, da unten ist Wald. Oh, und alles Gebiet, wo wir bereits waren. Oder, also nicht wir, sondern wo Leute bereits waren. Und überall Blumen. So, hier hinten wird's wieder grün. Dann würde ich mal sagen, Augen zu und hier runterspringen. Das sieht so hoch aus. Guck mal, da unten wachsen so da diese Blumen. Was ist das, Amanda-Coin? Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt runterspringe, wir werden diesen Sprung nie überleben. Deswegen gucke ich gerade, ob wir hier irgendwo günstig runterkommen. Zum Beispiel hier. Ja, doch, hier kommen wir runter. Das sieht machbar aus. Hoffentlich war ich jetzt nicht zu voreingenommen. Oh. Ah, scheiße. Ja, easy. Ach so, die Dinger sind. Wow. Hat sich ja voll gelohnt. Ronny, ich bin stolz auf dich. Ich bin Kind von dir. Wenigstens noch ein paar weiße Blumen. Ja, aber sonst hier. Sieht es auch wieder mau aus. Muss ich mal gucken. Wir müssen in die Richtung laufen, ne? Die Sonne wandert jetzt. Genau, die Sonne wandert jetzt in die Richtung, die wir jetzt gucken. Das heißt, in die Richtung müssen wir laufen. Und da hinten wird es schon wieder dicke. Alter. Gut, dann folgen wir einfach mal hier dem Fluss wieder ein Stücke. Und schon stöckert es wieder. Ah, Fluch der Scheiße. Ja, weil da jetzt halt alles neues Gebiet ist, muss also alles neu generiert werden. Das heißt, der Service ist jetzt gerade relativ ausgelastet. Und das merkst du halt sofort an dem Boot. Kann er mal kurz gucken. SSH. Hardtop. So. Seht ihr es leider nicht, aber. Ja. Sobald ich schwimme, ist ein Thread zu 100% ausgelastet, und zwar der Map-Gen-Thread. Und dementsprechend, ja. Sobald das der Fall ist, fängt die Main-Test-Instanz sofort an zu stockern. As fuck. Das ist auch grün. Ich würde. Aber das sieht halt so normal aus, das ist halt nichts Besonderes. Deswegen hoffe ich, da hinten bei dem Schneebiom. Ich war nämlich noch nie wirklich im Schneegebiet.
Vielleicht finden wir ja hier neue Sachen. Ne, weil so im Schneegebiet mache ich ja normalerweise immer so einen großen Bogen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja hier Sachen, die ich aufgrund dessen, dass ich da immer einen großen Bogen drumherum mache, so noch nie gesehen habe. Wie zum Beispiel, dass es in der Nähe vielleicht jetzt auch Orangenbäume gibt oder so ein Scheiß. Oder halt die anderen Pflanzen, die uns noch fehlen. Machen wir es mal hier wieder. Damit. Will OBS sehen. Ah, hier direkt am Wasser müssen wir jetzt erstmal so die üblichen Verdächtigen. Also hier das Zeug zum Beispiel. Der Schnee ist natürlich auch super laut, ne? Wird zum Glück überhaupt nicht nerven. Digga. Ja, ne, hier ist erstmal nur Bullshit. Da hinten vielleicht? Frage ist, wollen wir da jetzt rüber oder eher. Alter, hier sieht ja richtig verklopft aus. Holy shit. Oh, Alter, was ist das für eine Berglandschaft? Gut, ich glaube, wir müssen sowieso drum vorbei. Ich gehe mal da hinten hin, wo diese weißen Bäume da sind. Holy shit. Holy shit. Wenn der Map-Gen mal wieder verrückt spielt. Da spielt mein Boot auch verrückt. Digga. Ich lauf gleich. Leck mich. Die Frage ist zum Beispiel hier diese Unterwasserpflanzen. Kann man die abbauen? Kommt man da irgendwas Besonderes? Nee, ne? Dazu kommt man da bloß. Ja. So, hier die weißen Bäume. Hier wachsen auch bloß die ganz üblichen normalen Pflanzen, die wir überall haben. Ja, hier auch wieder fahren. Alles nichts Besonderes. Lichter lang. Sieht so schön aus. Aber wir bleiben mal hier. Was bist du eigentlich? Du bist das. Okay. Alter. Alter. Okay. Ich glaube, wir hätten doch die andere Weg daneben sollen. Digga. Hoffentlich kommen wir überhaupt lang. Ah, da geht's ja wenigstens durch. Haben wir hier irgendwelche neuen? In dieser interessanten Umgebung haben wir vielleicht hier irgendwelche neuen Sachen, aber hier ist erstmal gar nichts von Plant Life. Außer Dunkelheit. Ja, gut. Wetten, wenn ich jetzt dem Fluss folge, kommen wir genau da hinten hin. Das wäre natürlich super traurig. Ja, macht die Rechtskurve. Gut, das heißt, da brauchen wir dem hier eigentlich gar nicht mehr folgen.
Ah, wieder ein paar Blackberries. Mittlerweile auch nichts Neues mehr. Aber bei, nee, guck mal, hier macht er wieder eine Linkskurve. Wäre halt schön, wenn wir irgendwie hier auf den Felsen raufkommen könnten, ey. Aber ist alles so hoch hier. Das sieht alles nicht so gut aus. Ah, da vorne sieht es aus, wie soll man da hoch? Ja, da vorne kommt man hoch. Sehr gut. Da ist doch wieder ein bisschen grün. Vielleicht wenn wir da neue Sachen. Ist der bei denen kann ich nicht durchfahren, ne? Doch, das letzte Tag kann ich durchfahren. Interessant. Ah, endlich wieder ein bisschen Land, den man auch betreten kann. Das man auch betreten kann. Das man auch treten kann. Ittisch. Scheiß Land, du. Arschloch. Ja. Oh, sicher was Neues? Ah, nee. Schade. Oh, dann das weiße Gebiet. Und ja, ich glaube, wir gehen auch mal da lang. Wie gesagt, ich will jetzt auch mal Gebiete lang gehen, wo ich noch, ja, wo wir halt noch nie waren. Vielleicht gibt es da ja neuere Sachen. Andere Sachen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Aber ich schätze mal, das sehen wir in der nächsten Folge. Von daher, bis dann.